Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Xenoverse. Macht doch eine Pause. In der letzten Folge haben wir ja alles vor den DLCs abgeschlossen und man sieht vielleicht auf den ersten Blick, ich habe meine Kleidung ein bisschen geändert, weil wir begeben uns ja jetzt in Dragon Ball GT Territorium. Und nachdem ich die DLCs alle runtergeladen habe, sind hier diese beiden Kumpanen aufgetaucht, von denen ich glaube, dass man bei denen neue Zeitpatrouillen machen kann. Und ja, wie gesagt, da wir uns ja jetzt in GT befinden, muss natürlich die Kleidung ein bisschen verändert werden. Zwar sind die Werte jetzt nicht so gut von dem Ding, die tun meine Kick-Explosion ein bisschen abschwächen, aber was soll's. Und ja, wenn man eins von Dragon Ball GT weiß, dann, dass jeder Charakter anders aussieht. Vegeta hat einen Schnurrbart. Und ja, nicht so gut, finde ich. Egal, jetzt weiß ich nur, welcher von denen jetzt welches DLC ist. Ich habe alle drei jetzt runtergeladen. Also einmal das GT-Pack 1 und 2, von dem ich glaube, dass 1 nur Zeitpatrouillen hinzufügt. Und die ganzen Hauptcharaktere aus GT. Und das andere nur Mira und Tower, wenn ich mich nicht irre. Und ein paar Shenlong-Gegner, also diese Drachen. Und dann habe ich noch als drittes DLC ja The Revival of F untergeladen, was ja von dem neuesten Film ja abstammt, mit den Super Saiyajin, Gott Super Saiyajins und den goldenen Freezer. Habe ich auch schon alle gesehen, die Charaktere hier. Und ja, ich nehme an, du bist vielleicht der Erste? Also sprechen wir mal mit dir. Hey, hey, Glückwunsch! Du wurdest mit viel Glück aus den vielen Zeitsäulen ausgewählt. Du hast das Recht erhalten, eine Verzerrung der Geschichte zu untersuchen. Glückwunsch! Allerdings solltest du vorher alle deine anderen Zeitpatrouillen abschließen. Es ist nur zu deinem Wohl. Vertrau mir. Na toll, welche ist denn das jetzt? Hey, was ist denn? Hey, ich habe auf dich gewartet, mein auserwählter Zeitsoldat. Du willst diese Verzerrung der Geschichte für mich untersuchen, oder? Immerhin hast du bereits alle anderen Zeitpatrouillen abgeschlossen, oder nicht? Du sollst auch meine Aufgabe erfüllen. Ja, wenn ich mal wüsste, welche das ist jetzt hier. Ich nehme an, links. Hi. Ja, da ist jetzt nicht die GT-Timeline. Wird genau richtig angezogen. Dann gucken wir mal. Mata, Lexi no Yugami ga hassei shiyou to shite imasu. Toll. Osoraku, konkai no Lexi no kaihen mo Domigura no Wormhole ga geiin yo. Da to shitara, houtte oku wake ni wa ikimasen ne. Was hat doch gerade gesagt? Ja, Baby, ein Zufurijin, von dem man irgendwie auch erst seit Dragon Ball GT was gehört hat. Die wurden so von Meister Kaiu erwähnt. Mein ersten Treffen mit Son Goku. Okay, oh Gott, ich muss jemanden beschützen. Aber irgendwie erst in Dragon Ball GT sind die aufgetaucht, was ja nicht offiziell ist. Na gut. Ja, 789. Weiß ich gar nicht, wie viele Jahre das nach dem Set spielt. Ich soll bis zu N 44, was? Boom! Nicht mehr am Thumbnail mal erstellen hier. Einen neuen Charakter. Oh, niemand. Ja. Fällt gerade auf, der hält verdammt viel aus. Was ist das?
Oh mein Gott, das gibt's doch nicht. Ich merke, wir sind ja gerade in einem vollkommen neuen Level. Ist das nicht hier der Planet, den er erstellt hat? Also Baby, den er sich von den Dragon Balls gewünscht hat. Ja, ich nenne das vorsichtig, was ich hier mache. Und da kommt der Golno-Zaro, der Affe, Baby, Vegeta. Ja, wohl ein einfacher Kampf, nehme ich an. Oh nein, ich muss auf Pan schützen. Alter! Ich werde wieder falken, weil ich Pan nicht beschützen konnte, ne? Ja, da kann ich sie ja nicht heilen. Oh, die ist weg, gut. Hi. Vielfacher Super Saiyajin Son Goku, ja. Guck mal, ich setze eine Attacke ein. Boah. Kein Problem. Alter, was? Was? Ein Schlag. Jetzt mal ganz ehrlich. Ein Schlag. Was ist das denn für ein Dreck? Ja, ist klar. Nee, ich fange jetzt wieder ganz von vorne an. Oh, nee. Da werde ich rausschneiden. Boah, jetzt ganz ehrlich. Warum denn nochmal vor der Cutscene ausgerechnet? Uff. Weiter geht's. Jetzt ohne zu frecken. Ja, irgendwie ewig gedauert, die Rüstung hier abzuziehen. Ich wäre jetzt beinahe wieder mit einem Schlag weg gewesen. Sind wir damit aufhören? Wenn wir tun normale Angriffe was abziehen, guck ich mal das an. Ich habe den Kampf gegen den Bäraffen jetzt nicht mehr so im Kopf in der Serie. Soll ich das einsetzen? Jetzt wäre ich tot. Wenn ich davon einmal ganz getroffen wäre, bin ich tot. Ja, genau das. Guck euch. Da zieht irgendwie was ab. Aber das nicht. Ja, Son Goku ist kaputt. Das ist eine große Hilfe.
Und jetzt komm her, jetzt mache ich dich platt. Wer danach kommt noch was. Puff. Alter, das war voll übertrieben, der Kampf. Oh nee. Nanda? Mazui, Wormhole des. Ittan modotte kite kudasai. Wormhole no yukue o oimashou. Chotto matte kure. Tagun o mamotte kurete. Arigato na. Mata aeru youna kimo suru kedo. Okay. Das ist jetzt sehr verwirrend, weil GT ist jetzt offiziell nicht mehr, weiß ich nicht, anerkannt von Akira Toriyama. Das interferiert jetzt voll mit Dragon Ball Super. Otsukaresama deshita. Baby o oizumeta tokoro de Wormhole to wa mata yakkai na koto ni narisou desu. Tsugi no makimono wa mata ore ga shirabete okimasu. Wir sagen, wir nicht müssen nochmal gegen diesen Affen kämpfen. Ich habe keinen Bock auf den. Er ist viel zu stark. Ich glaube, ich bin einen Schlag komplett tot. Na, gibt's doch nicht. Ich bin schon Level 85, hallo? Sieht aus, als hätte Franks eine Schriftrolle gefunden. Kannst du ihm helfen? Ja. Er kann deine Hilfe gebrauchen. Ich zähle auf dich. Hier, vielleicht liegt es ein bisschen an meiner Ausrüstung, aber kann man sich vorstellen, dass das so runtergeschwächt wird. Weil ehrlich. Makimono, mitsukete okimashita yo. Baby, kriegen wir alles in einem Part. くれぐれも気をつけてください。ええ。まあ、トランクスは、ドミグラにも操られてたけど。いや。ドミグラの時は確かに俺でしたけど、この俺は俺じゃない別の俺で。俺じゃない別の俺って、それ結局俺ってことじゃないの？ それはそうかもしれませんけど。はい、この巻物に異変が起きていました。すぐに向かってください。トランクス、今ごまかしたでしょ。え、ist auch jetzt das Wichtige。あ。Weil es nochmal gegen diesen Affen, ne? Mündung zwischen Jenseits und Erde, besiege 20 Gegner. Oh nee. Dann nochmal gegen Baby, ne? Hey, was geht? Dann tun wir hier die ganze GT-Timeline spielen. Boah, Pull, ne? Du? Wollte ich überall hin, kann das sein? Da habe ich mich verwandelt. Danke. Alter, wie viel sind die auf einmal? Erzählt er dann wohl für ein Kamehameha. Der Extraklasse. Ich hasse es ja, wenn man so gegen Freezer-Leute kämpfen muss die ganze Zeit. Aber Schwierigkeit her ist ja ganz schön heftig hier, was hier abgeht. Ja, mein Super Saiyan kann ich nicht aufrecht halten, weil es sind 5 Gegner und die müssen alle kümmern. Na, danke für die Key. Ja, ist gut. Ey. Alter, sind die ja nervig.
da auch nicht. Komm her, alle von euch. Warum müssen so Minions so viel aushalten? Jetzt mal ganz ehrlich. Das sind so Leute, die können Son Gohan und Krillin hier mit einem Schlag bekauen. Ja. Gehst du mal kaputt? Oh, ich krieg die Krise. Also ein einzelner Gegner, ja. Jetzt reicht's. Das heißt, deine Schuld, Trunks. Mein Kopf tut weh. Schwank's auf. Mein Kopf tut weh. Ja. Oh Mann. Oh. Das ist so eine Beleidigung, ne? Von denen hier fertig gemacht zu werden. Alter. Alter, lässt ihr mich mal? Was ist das? Die sind doch gar nicht so schwer zu erledigen. Warum dauert denn das so lange? Oh, ich krieg die Krise. Er trifft immer nur den, der direkt vor mir ist. Das ist das Problem. Und danach kommt noch Babyos wahrscheinlich, ne? Pff. Boah, müssen die sich ausgerechnet teleportieren können? Sind die schon schwer genug? Ich meine, ich schon ab. Es ist Son Gohan in dem Film. Son Gohan Freezer mit einem Schlag kaputt gemacht. Das ist ja beinahe gleiche Szenario hier. Alter! Oh, das lässt du mich mal was machen? Alter, das meine ich. Das Spiel ist echt beschissen, wenn es darum geht, gegen mehrere Gegner zu kämpfen. Du hast keine Chance, du kommst nicht zu irgendwas. Außer du spammst hier wie blöd. Alter, was mit Können zu tun, ne? Wenn ich gleich einen Knopf zu drücken. Hier, Schnauze voll. Du wirst alle verrecken. Boah, ey. Geht mir da auf die Nüsse. Warum ist denn da noch einer? Alter, ey, ich krieg die Krise. Ha. So, was kommt jetzt? Ich weiß gar nicht, wie viel ich rausgeschnitten habe. Über den Kampf gegen Baby wieder. Wir müssen ja eigentlich noch Freezer und Cell kommen, ne? Wenn wir ganz GT hier... nehmen. Oh ne. Was, Nappa? Rikume! Bata! Jeez! Grida!
hat. Captain Neo Genio Sentai. Er sagt nicht, ich muss gegen. Oh nee. Nee. Ja, jetzt geht das Ganze wieder los. Ja, darf ich irgendwas machen? Nein, ich doch nicht. Den habe ich gar nicht als spielbaren Charakter. Als Spielwachen und Super Saiyan. Kannst du irgendwie nur als Vorbesteller bekommen. Oh, Nappa, gehst du mir mal aus dem Weg langsam? Willst du auf der Fresse? Okay, hier. Mann! Lass mich überhaupt nicht in Ruhe, der Pizza. Er hat Vegeta auch mit Einschlag weggehauen. Und GT. Danke. Warum ist denn das jetzt schon vorbei? Oh, ich krieg mal endlich Unterstützung. Gut. Oh, die sind weg. Sehr gut. Oh, Nappa geht echt nicht von mir weg, ne? Der macht die ganze Zeit nur ungebraucht nicht. Komm her. Also jetzt habe ich voll das Ding aufgeladen, ne? Er kommt nicht zu mir hin, ne? Das ist immer so typisch. Und tschüss. Geht immer noch weiter. Warum hat denn er keine Klamotten an? Oh, sie 17. Hi. Stimmt. Alter. Ja, irgendwie macht das nicht so einen riesigen Sinn, finde ich jetzt. Oh nein, nicht der Angriff. Nicht der Angriff. Nicht der Angriff. Lass mich. Ich habe keinen Bock, den ganzen Dreck nochmal zu machen. Nein, ich nicht. Irgendwie anhänglich in dem DLC hier, kann das sein? Was ist das? Was ist das? Oh. Oh nee, nix da. Ja. Ja. Kommt jetzt noch Super 17, echt? Pause.
すぐに追ってください。Das bedeutet ihm nach. Finisher, okay, perfekt. Geschafft. Alter, ist das schwer, ey. Würde ich sagen, ich mache hier einen Schnitt. Wir haben dann den ersten Teil von GT abgeschlossen. Ich dachte jetzt ehrlich gesagt, wir spielen nur hier den Kampf gegen Baby, aber anscheinend geht es noch sehr viel weiter. Ja, mal klasse. Ich dachte, ich was dagegen hätte, ist geil. Jedenfalls, ich bedanke mich alle Zuschauer und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.